Ich darf jetzt Professor Dr. Gudula Korsak von Terre des Femmes ankündigen und sie wird auch dazu sprechen, wie die Situation von reproduktiven Rechten aktuell ist und was es noch zu bekämpfen gibt. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Ende der 1960er Jahre demonstrierten deutschlandweit Tausende von Frauen gegen den aus dem Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches von 1871 stammenden Paragraphen 218, der ihnen das Recht auf die reproduktive Selbstbestimmung verweigert. Ich war damals dabei. Dieser Paragraph besagt in Absatz 1, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Keine Frau, die aus finanzieller Not, die sich nicht reif genug für eine Mutterschaft fühlte, die keinen geeigneten Partner hatte, mit dem gemeinsam sie einen Kinderwunsch hätte verwirklichen können, die erst einen Berufsabschluss brauchte, um auf eigenen Füßen zu stehen, oder die angesichts der Kriege, der wachsenden Weltbevölkerung und der Umweltsünden der Gesellschaft keine Kinder auf diese Welt bringen wollte, keine dieser Frauen ließ sich von diesem Paragraph davon abhalten, dennoch abzutreiben. Ich habe die Zeit der Hintertreppenabtreibungen in Deutschland erlebt. Frauen, die mit einer Überdosis Chinin eine Blutung hervorrufen wollten. Frauen, die mit einer Stricknadel den Fötus abzutöten versuchten. Hebammen, die eine Lauge in den Uterus spritzten, der den Fötus ausspülen sollte. Ärzte, die in ihren mit Perserteppichen ausstaffierten Privatvillen für viel Geld eine Ausschabung vornahmen und dann die noch von der Kurznarkose torkelnden Frauen auf die Straße schickten. Wer es sich leisten konnte, reiste nach Holland oder in die Schweiz. Schluss damit, empörten sich die Frauen der aufkommenden zweiten Frauenbewegung. Mein Bauch gehört mir, skandierten wir damals. Könnt ihr schon mal üben fürs nächste Mal? Mein Bauch gehört mir. Mein Bauch gehört mir. Mein Bauch gehört mir. Und heute, mehr als 50 Jahre später, stehe ich hier und kämpfe immer noch für dasselbe Recht. Zunächst schien die Forderung der Frauenbewegung Früchte zu tragen. Im Jahr 1974 setzte sich die Koalition aus SPD und FDP bei der Abstimmung über die Reform des § 218 mit der sogenannten Fristenlösung durch. Demnach war der Abbruch grundsätzlich bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei. Aber dann, schon im Februar 1975, erklärte das Bundesverfassungsgericht die Fristenlösung für verfassungswidrig. Geklagt hatte die CDU. Das alte Verbot blieb bestehen. Am 12. Februar 1976 beschloss der Bundestag schließlich die Reform des § 218. Abtreibung blieb von nun an in den ersten 12 Wochen straffrei, wenn die Schwangere sich beraten ließ und dabei eine medizinische, ethische oder soziale Notlage festgestellt wurde. Abtreibung ist also 150 Jahre nach der ersten Formulierung des § 280 und 50 Jahre nach dem massiven Widerstand von Frauen dagegen nach wie vor eine Straftat.
die nur unter bestimmten Voraussetzungen toleriert wird. Im Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands wurden heftige öffentliche Debatten über die künftige Regelung des Schwangerschaftsabbruchs geführt. Einen gesamtdeutschen Paragraph 218 darf es nicht geben, wurde von Frauenverbänden aus Ost und West gefordert. Die DDR-Volkskammer hatte nämlich 1972 das Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft beschlossen. Erstmals durften Frauen in Deutschland in den ersten 12 Wochen selbst über einen Abbruch entscheiden. Gegen die Übernahme dieses DDR-Paragraphen für das neue Gesamtdeutschland gab es sowohl aus katholischen als auch aus der evangelischen Kirche massive Vorstöße. Ihr Argument war, mit dem Paragraph 218 würde der Verantwortungslosigkeit von Frauen im Umgang mit einem Schwangerschaftsabbruch ein Riegel vorgeschoben. Ich aber sage, keine Frau, und ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich keine Frau sich die Frage leicht macht, ob sie ein Kind austragen kann oder will. Und nebenbei gefragt, wenn unterstellt wird, dass Frauen verantwortungslos mit einem, wie es genannt wird, ungeborenen Leben umgehen, kann ihnen dann die Verantwortung für die Erziehung eines Kindes zugestanden werden? Der Generalvertrag, dass Frauen, wenn der Paragraph 218 fällt, verantwortungslos mit Schwangerschaften und Abbrüchen umgehen, ist strukturell sexistisch und zutiefst frauenverachtend. Und noch ein Gesetz muss ersatzlos aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden, der infolge des Ermächtigungsgesetzes erlassene Nazi-Paragraf 219a. Angeblich verbietet er die Werbung für Abtreibungen. In Wirklichkeit greift er die Berufsfreiheit von Ärztinnen an. Er kriminalisiert sie dafür, dass sie Frauen informieren und aufklären. Es heißt, damit solle die Normalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in der Öffentlichkeit verhindert werden. Was aber bedeutet das? Der Schwangerschaftsabbruch ist einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe. 2018 haben knapp 101.000 Frauen in Deutschland eine Schwangerschaft abgebrochen. Das muss endlich enttabuisiert werden. Frauen, die, wie ich unterstelle, aus guten Gründen ein Kind nicht austragen wollen oder können, dürfen sich nicht mehr schuldig fühlen oder gar sich schämen. Der GroKo ist schlichtweg dürftig. Ärztinnen dürfen nun angeben, ob sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, aber nicht mit welchen Methoden. Nach wie vor verweigert der Paragraph Frauen den Zugang zu vollumfänglichen Informationen und Aufklärung für einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch. Die gesetzliche Lage zum Schwangerschaftsabbruch in diesem Land ist paternalistisch und verunsichert Ärztinnen und Frauen. Befeuert wird dies von Rechtspopulisten, christlich-konservativen und selbsternannten Lebensschützern, die nur eines wollen, die Kontrolle über den Körper und die Sexualität von Frauen weltweit. Zusammen mit TERDEFAM kämpfe ich seit nunmehr 4 Jahrzehnten gegen solche patriarchalen Strukturen und dafür, dass Frauen selbstbestimmt über ihr Leben, ihren Körper und ihre Reproduktion entscheiden können. Die sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Deswegen fordern wir für alle Frauen in Deutschland und überall auf der Welt adäquate
und kostenlose medizinische Versorgung und Verhütungsmittel, das Angebot einer ergebnisoffenen Beratung und den uneingeschränkten Zugang zu Informationen und Aufklärung. Es ist eine der Grundforderungen von TERDEFAM, dass eine jede Frau auf dieser Welt bestimmen kann, ob, wann, von welchem Mann und wie viele Kinder sie zur Welt bringen will. Die Paragraphen 218 und 219a haben im 21. Jahrhundert nichts verloren und müssen ersatzlos gestrichen werden, als Voraussetzung dafür, endlich die jahrhundertealte patriarchale Kontrolle über den weiblichen Körper zu beenden.